Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Everdream Valley. So, mir ist eine Idee gekommen. Und die möchte ich jetzt einfach mal ausführen. Wir hatten da hinten Bienen. Vielleicht helfen mir die Bienen weiter. Ich glaube es zwar nicht, aber... man kann ja mal hoffen, oder? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich meine, man soll ja die Bienen damit räuchern können. Und vielleicht kann ich sie ja irgendwie fangen, wie die Glühwürmchen, weil sie auch so klein waren. Möglich wäre es doch, oder? Sag mir bitte ja. Der Eingang scheint versperrt zu sein. Aber die Bienen fliegen trotzdem hinein. Ich versuche sie zum Bauernhof zu locken und frage sie in der Nacht, ob sie einen Bock gesehen haben. Offenbar wurde eine maximale Ausdauerstufe gesenkt. Vielleicht durch einen Bienenstich. Oh nein. Mit dem Stich fühle ich mich schwächer. Okay, also während eine Ente dafür sorgt, dass ich keine Ausdauer mehr bekomme, sorgen die Bienen dafür, dass meine Ausdauer gesenkt wird gesamt. Okay. Warte mal, jetzt habe ich aber Bienen, ne? Bienen sind sehr nützliche Insekten. Errichte ihnen einen Bienenstock, sorge dafür, dass sie eine Fülle von Blumen um sich haben und sie werden zum Dank viel Honig produzieren. Nur dann. Der Bienenstock war hier irgendwo, ne? Nehmen wir den doch jetzt einfach mal mit, den Bienenstock. Mal gucken, ob ich den mitnehmen darf. Halten, um abzubauen. Das war doof. Nicht genug Bienen. Oh Mann, ich brauche noch mehr Bienen. Habe ich dafür jetzt eigentlich eine Quest bekommen? Nö. Habe ich nicht. Dann gucken wir mal, dass wir noch ein paar Bienen bekommen. Also erst räuchern und dann... Eieiei, haben die mich runtergeballert. Da muss ich jetzt erstmal richtig viel essen. Wie viele Bienen habe ich jetzt? 21. nochmal. Wartet mal. Na, wahrscheinlich wird mein Opa mir jetzt was erklären zu Bienen.
Und es wird schon wieder Nacht. So. Na komm, rein da. Okay, ich habe genügend Bienen. Okay. Dann haben wir schon mal Bienen. Das ist schon mal gut. Schnell nach Hause, bevor der Wolf kommt. Der böse, böse Wolf. Aber vorher vielleicht noch mit Opa reden. Opa, 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 ich hab Bienen. Und da muss ich echt was essen. Ach, Opa. Was kann ich mit Bienen mein... was kann ich mit den Bienen meines Großvaters machen? Na bitte, du hast einige gefangen. Bienen sind sehr nützliche Insekten. Es ist zwingend nötig, dass du ihnen einen schönen, stabilen Bienenstock errichtest. Nimm diesen Bauplan und stelle den fertigen Bienenstock in der Nähe einer Blumenwiese auf. Denk daran, wenn die Bienen keine Blumen finden, können sie keinen Honig produzieren. Okay. Großvater, ich wurde von einer Biene gestochen. Nur von einer? Sowas passiert auf dem Bauernhof. Wenn du willst, dass die Bienen bei der Honigernte etwas ruhiger sind, kannst du einen Selbstraucher verwenden. Ich weiß nicht, wo mein alter Raucher gelandet ist, aber ich bin mir sicher, du findest welche bei in meinem alten Bienenstand im Tal. Ich werde dir den Ort auf der Karte markieren. Hallo Großvater, wie geht's dir? Achso. Errichte einen Bienenstock. Ich brauche erst 50 Bienen. Ich glaub's nicht. Ich muss mich nochmal da hinwagen. Schauen wir mal, was wir vielleicht kochen können. Milchshake, Kürbissuppe nicht. Flasche mit Sahne, Rührei. Hä? Achso, kochen. War komplett falsch. Und nochmal. Rührei ist am einfachsten zu kochen. So, warum war's denn? Das hat mir jetzt nicht wirklich geholfen. Dann legen wir uns einfach schlafen. Traumlotterie, oh nein. Ja, abholen, komm. Das geht damit nicht. Das ist ein Witz, ne?
Nafta mischig, stärkt die Ausdauer und schmeckt intensiv nach Kürbis. Stärkt die Ausdauer. So eine fette, leckere Gemüseeintopf. Also ich brauche Kürbisse. Oh nein. Ich brauche Kürbisse. Erstmal alles einsammeln. Naja, wer Geduld hat. Schön. Okay. Halt, hier ist noch cool. Wunderbar. Oh, aber die Kürbissuppe ist so schwer zu kochen. Oh Mann. Na, das wird ja lustig jetzt. Ah, das war klar. Uhu. Falsch gedacht gerade. Boah, komm. Also zweimal Kürbissuppe. Die wir jetzt essen können. Wo ist sie da? Oh, das wird Nerven kosten. Habe ich noch Heuballen? Oh, die Schafe sind schon wieder scherbereit oder immer noch scherbereit. Du solltest noch genügend zu essen haben, halt. Hast du gerade irgendwo gesehen, da. Ich brauche die Bienen. Ich brauche 50 Bienen, damit ich diesen blöden Bienenstock bauen kann. Ich gehe jetzt einfach da zu diesem Bienennest wieder hin und gehen nicht jetzt an diese Imker-Sache da. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heikel. Lieber den Weg hier gehen als den anderen. So. Ich weiß immer nicht, wo ich den Motor herkriege. Wie viel habe ich? 43. Echt alle Bienen weg?
45. Mist, alle Bienen weg. Ja, muss ich doch noch da drüben Bienen holen. Das ist natürlich dann immer ärgerlich, ne? So. Bienen. Ah. Wuhu! Gehabt. Also alles, was eure Ausdauer erhöht, steht auch dabei. Ich glaube, ich könnte es mir auch einfacher machen, wenn ich jetzt hier zu ihm hier gehe. Erstmal hier alles verkaufen. Was mir kein Geld, was mir keine Ausdauer bringt. Erdbeeren weiß ich noch nicht. Ob ich die noch pflanzen kann. Karotten können weg. Kohl brauche ich noch. Kürbis auch noch. Mais kann weg. Tomaten können weg. Rote Paprika kann weg. Radieschen will ich noch behalten. Habe ich hier schon mal so eine Kürbissuppe oder sowas verkauft? Nee, ne? Ach, der Elektromotor. Wenn er nicht so teuer wäre. So schweineteuer. Gemüseeintopf. Nahrhaft. Aha, aha, aha. Inventarerweiterung ist auch günstiger geworden. Das ist ja schön. Roter Apfel. Tomate, Wasserpumpe ist auch so teuer. Nein, hier kann ich nichts kaufen, was mich irgendwie ansatzweise unterstützen könnte jetzt gerade. Das heißt also ab sofort bei den Bienen vorsichtig sein. Opa, 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 Biene hat mich gestochen. Hilf mir mal. Ein Kürbis, Tierkot. Na super. Also nicht das, was ich brauche. Na gut, dann bauen wir jetzt erstmal ganz kurz den Bienenstock. Und dann muss ich Blumen darum pflanzen, habe ich verstanden. Der Bienenstock muss in der Nähe von Blumen stehen, damit sie Honig produzieren können. Du kannst ihn einmal alle 3 Tage sammeln. Außerdem schlüpfen jeden Tag neue Insekten im Bienenstock. Nutze einen Selbstraucher, damit die Bienen dich nicht schlecht stechen. Ein neuer Traum, yay. Dann helfen mir wahrscheinlich dann die Bienen demnächst. Ah, ich hab's befürchtet. Nein. Ach, das Auffüllen dauert wieder Tage. Ich würde sagen, das mache ich offscreen. Ich bewässere jetzt alles und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.